Willkommen, Chias, jeder in unserer FNs 23, My Team Karriere Season 2. Wir sind hier mit dem Audio unterwegs und ja, das Season Opening hat eigentlich offen gemacht. Doch ja, mal gucken, ob das erfolgreiche, ja, diese Erfolgssträhne weitergehen kann. 27 Grad, obwohl es ja Nacht ist, das ist echt unnormal krank. 6,1 Kilometer, 27 Kurven und den schnellsten Startkurs aller Zeiten. 3 DRS-Zonen, ich freue mich extrem. Jeddah, eine Strecke, die ist wirklich einzigartig. Sehr lange, sehr viele Kurven und trotzdem sehr viel Spaß hoffentlich. Wir starten direkt ins Qualifying hinein. Hier gucken wir uns nochmal an, die roten Reifen und los geht's. Die Start- und Zielgeraden, One-Shot-Qualifying. Wie gesagt, morgen und übermorgen werde ich mal wieder probieren, ein kurzes Qualifying zu fahren. Ich glaube, das wird auch besser und besser werden, denn unser Startplatz ist eigentlich immer semi-gut. Turn 1, okay, erwischt. Beim Rausbeschleunigen habe ich aber schon gemerkt, dass der Exit jetzt nicht so das Beste war. So, hier kommen wir direkt sehr weit neben die Strecke. Das Auto ist auch etwas schwierig zu handeln, wirklich. Also seit dieser Season sind die Autos etwas anders von Handling. Bist du deppert, da machen wir fast den Nick. Viel zu viel Schwung aus der Kurve raus und da dreht es uns fast weg. Es ist aktuell immer noch der 12. Platz, eine halbe Sekunde Rückstand. Sainz ist unser Konkurrent. Ich weiß auch nicht, warum wir unbedingt Sainz nehmen mussten, denn ich bin kein großer Fan von Sainz. Und er hat halt einen Ferrari, der ist um Welten schneller wie mein Auto hier. Hier durch diese geile Kurve, da sind wir auch ordentlich durchgekommen, ganz nah an die Mauer dran. Und das ist jetzt ja der Flow-Sektor. Hier kann man es eigentlich mal, oder der Flieg-Sektor. Hier kann man es endlich mal ein bisschen entspannen. Dann kommt diese Zickzack-Kurve. Dann nehmen wir wieder ordentlich die Berührung mit der Mauer. Das war alles andere als eine saubere Runde, aber egal. Also wir sind 16. Platz aktuell. Letzte Kurve, sollten wir den Exit hoffentlich gut erwischen. Nigel Mansell ist ein guter Qualifier, ist mir aufgefallen. Nur im Rennen ist er noch nicht so der Beste. 18. Platz, ja, der Exit war jetzt auch nicht mega schnell. Das wird beim 18. vermutlich bleiben. Also es ist ein eher schlechtes Startergebnis. Meine Qualifying sind dort noch schwach. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole. Und daneben steht Sergio Perez. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Russell, Leclerc, Albon, Bottas, Norris, Stroll, Hamilton, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Joe, Magnussen, Tsunoda, der Wissenschaftler, Doohan, Hülkenberg, Sargent, De Vries und Nigel Mansell. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Nigel hat direkt jetzt im zweiten Rennen schon Strafen kassiert. Für was denn bitte? Musste irgendwas ausgetauscht haben. Jetzt geht's mal ins Rennen rein. Start war ordentlich. Guan Yu ist gestanden. Yuki gut weggekommen. Gut, hier kommen wir gut weg. Die erste Kurve ist natürlich ein Schlüsselpunkt. Hier sind wir außen. Das ist eher semi-gut. Ja, da müssen wir weit gehen. Ähnlich wie Lance Stroll hier. Und da können wir uns auf den 12. Platz immerhin behaupten. Das ist okay. Ich meine, wenn ich gucke, wo ich gestartet bin, ist das echt okay. So, hier quetschen wir uns immerhin durch und dann kommt es hier zu einem, oh mein Gott. Ja gut, dann gehst du wieder vorbei, Piastri, jetzt gehen wir wieder vorbei. Ja, das Hin und Her in Sektor 1, der ist echt auch sehr knapp hier. Eng, sehr, sehr eng und ja, das war auch verdammt knapp. Jetzt sind wir hier auf dem 11. Platz. Wir gehen auf die Basic-Strategie, rot und dann gelb. Ich weiß, das ist manchmal nicht so der Burner, aber ich muss jetzt einfach wirklich Risiko gehen. Wir wissen, wir sind in der zweiten Season. Und irgendwann möchte ich auch ein Podium mal erreichen. Das ist wirklich mein Ziel, seitdem ich auf 94 aufgestellt habe. Ist da nicht viel da mit dem Podium. Also natürlich liegt das einerseits am Auto, aber auch ich glaube, ich kann aus mir mehr noch rausholen. So, jetzt sind wir hier im Mittelsektor und da drücken die Gegner auf jeden Fall ordentlich an. Obwohl Ocon die gelben Reifen hat, kann der uns da richtig gut folgen. Ich bin noch nicht ganz im Rennen drin, ich weiß. Uns fehlen da wirklich ein paar Sekunden, die wir da jetzt schon auf Stroll und auf Norris verloren haben. Das kann aber, ja, noch nicht viel bedeuten. Ich weiß, erste Runde ist immer so eine Sache. Unser Exit hier ist wichtig. Da waren wir jetzt auch eher mittelmäßig gut drin. Carlos Sainz, ja, zieht da vorne davon. Und wir müssen uns da echt ein bisschen sputen.
Aber ich glaube, Stroll könnte schneller, wenn Lando nicht wäre. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Max Verstappen vom zweiten, Sainz vom ersten und der scheint gut weggekommen zu sein. Nein, Perez war zweiter, sorry. Perez und auch Verstappen hatten hier einen ziemlich guten Start. Auch Nigel wieder unfassbar grottig weggekommen. Wir hätten hier wirklich besser wegkommen können, musste aber hier ein bisschen, ja, vier Leute in einer Kurve. Und das in Turn 1 ist natürlich jetzt eine Sache. Da kannst du auch nicht sagen, ja, da quetschen wir uns mal durch oder so. Hier waren wir eigentlich vorbei, da wollte aber Piastri nicht nachgeben. Das war echt eine knappe Sache. Dann gingen wir hier wieder vorbei und dann war es das endlich entschieden. Und jetzt sind wir auch nah dran an Lance Stroll. Jetzt könnte es nochmal spannend werden, auch wenn Norris vermutlich nicht der Grund ist. Ich glaube, es ist ein Red Bull oder Alexander Albon. Da war es auch letztes Mal. Jetzt im Windschatten hier Lance Stroll. Links gehen wir vorbei. Schnellste Rennrunde. Und es ist Valtteri Bottas, der hier alle auffällt. Aber wir gehen hier mal in Turn 1 an Lance Stroll vorbei. Das ist mal der 10. Platz. Und ich glaube auch, dass der 8. drin wäre. Weil Bottas hier wirklich nicht der Allerschnellste ist. Also Bottas könnten wir hier uns catchen. Ja, der war... Also die Strecke ist toll eigentlich, ich liebe die Strecke, nur dieses Setup und auch das Auto, das macht mir echt zu schaffen hier. Da kommt der Ditcher mit der Mauer und der Rutscher und da sind wir neben der Strecke wieder. Gott sei Dank muss man sagen, ich habe Schaden auf Mittel, also auf Standard und da muss man auch sagen, Gott sei Dank war das kein Flügelschaden. Norrie könnte schneller, wundert mich auch ehrlich gesagt, warum der mit den Gelben schneller kann, aber natürlich Bottas hat das wesentlich schwächere Auto. Ich würde sagen, Bottas und unser Auto ist so auf einer Linie. Die anderen sind ein Ticken schneller alle. Also der Williams ist langsamer, nur der Rest, glaube ich, ist besser. Wir haben uns das DRS gecatcht und ich glaube auch, wenn wir uns hier in dieser Kurve gut positionieren können, könnten wir schaffen, irgendwie an einen der beiden vorbeizugehen. Da müssen wir weit gehen und das ist alles so unrund, das gefällt mir gar nicht. Also dieses Auto macht doch wenig Spaß aktuell und Bottas lässt auch wirklich fair, wie er immer ist, lässt er die Tür für Norrie offen. Wir gehen außen vorbei, nehmen mehr Schwung mit auf Start und Ziel. Beim Rausbeschleunigen konnten wir hier mehr Traktion nehmen. Wir Windschatten im DRS und das könnte reichen. Ja, das reicht, Leute. Im Windschatten saugen wir uns hier an Valtteri Bottas dran. Und in Turn 1 können wir dann später bremsen. Er lässt die Tür offen, weil eben Norrie noch nicht ganz vorbei war. Und wir sind hier 9. Das ist wirklich strong. Wir sind in der 4. Runde und jetzt werden wir aber von Bottas gejagt. Wir sind aus dem DS-Fenster raus von Lando und jetzt wird es halt schwierig. Der Valtteri, der ist unfassbar schnell. Guckt euch das mal an. Probiert's links, probiert's rechts. Ein Zupfer ist noch nicht gekommen, aber ich glaube, dass Valtteri nicht mehr lange warten wird. Der ist heiß, uns zu überholen. Wir müssen aber mindestens noch ein, zwei Runden draußen bleiben. Das bringt uns nichts, wenn wir jetzt in die Box reinkommen. Valtteri, aber auf der Geraden sind wir ehrlich gesagt schnell. Also nur auf den Geraden. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Williams. Also die Geraden sind unfassbar schnell, nur aus manchen Kurven raus. Fehlt's da wirklich am Pace. Meine Lieblingskurve, die ist wirklich sehr, sehr schwierig geworden. Ne? Auch mit dem Setup echt verdammt schwierig. Die Reifen bauen ordentlich ab. Ich muss aber jetzt durchbeißen. Ich habe mich für die Strategie entschieden. Wir haben es jetzt auch auf den 9. Platz vorgeschafft, also 9 Plätze gut gemacht. Und jetzt können wir auch nicht sagen, jetzt hören wir auf oder so, das würde nicht funktionieren. Jetzt hier die Linkskurve und Bottas drückt an, es wird so eng werden zwischen uns. Und es ist Valtteri vorbei, doch er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er ist vorm DS Detection Point vorbeigezogen und da können wir uns eigentlich easy wieder an ihn hier vorbei zwängen. Das ist natürlich jetzt eher semi-gut, dadurch verlieren wir wertvolle Zeit. Hamilton jetzt nur noch auf den 8. Platz. Was läuft da schief? Was ist da schief gelaufen? Jetzt kommt Valtteri
zum nächsten Schlagabtausch. Jetzt bleiben wir aber innen, lassen ihn da ein bisschen außen Platz. Doch jetzt, ja, Wolk nicht vorbei. Achte Runde und ich glaube, das ist jetzt auch das Maximum, was mit diesem roten Reifen geht. Wir gehen in die Box rein und das ist, glaube ich, eine goldrichtige Entscheidung. Denn noch eine Runde hätte ich nicht mehr ausgehalten. Boah, das ist knapp 76 km/h. Jetzt geht's rein. Valtteri auch mit reingekommen. Jungs, bitte macht keinen Fehler. Das wäre der Worst Case. 0,3 drücken wir trotzdem nur 2,5. Also ja, das ist eher semi-gut. Wir kommen trotzdem vor Valtteri Rost. Der ist jetzt all in all mal unser Konkurrent. An Lando Norris könnten wir einen Undercut wagen. Da bin ich mir aber sehr unsicher, ob der funktionieren wird. Denn es waren da fast 3 Sekunden, wie wir in die Box gefahren sind. Also das ist, glaube ich, nahezu unmöglich, dass wir hier einen Undercut gegen den guten alten Lando Norris wagen können. Jetzt hier im ersten Sektor durch, nur die Reifen zu stark direkt beanspruchen. Und das macht natürlich wesentlich mehr Spaß mit diesen frischen Reifen. Guckt euch mal an, man kann hier im Flow durchfahren. Man kommt hier sauber durch und da sind es 2 Sekunden zu Bottas. Der hat da dann doch ordentlich an Box verloren bei der Box, beim Standzeit und so weiter. Jetzt wird es interessant, wir sind in der 10. Runde, es ist der 11. Platz und da vor uns gehen 1, 2 noch an die Box. Und jetzt wird es spannend werden. Jetzt entscheidet sich, wem wir noch mit überholen und wem nicht. Norrie mit den weißen Reifen, eine sehr konservative Strategie und der zieht da vor uns vorbei. Auch Alexander Albon, der ist jetzt ohne Null nicht auf meinem Radar gewesen. Der dürfte noch weiter vorne gewesen sein. Doch er wird uns hier ein bisschen auf dem Serviertablett serviert. Natürlich sind meine Reifen jetzt schon 3 Runden alt, aber seine noch nicht ganz im Fenster drin. Der Haas ist das drittbeste Auto, dürfen wir nicht vergessen, neben dem Red Bull und neben dem Ferrari. Und ja, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Ich glaube, auch Holden ist der Mercedes ein bisschen besser wie der Haas, aber trotzdem. Jetzt probiere ich natürlich alles zu geben, um hier an Albon dran zu kommen. Doch es hat nicht gereicht. Er schafft es irgendwie, da aus dem DS-Fenster rauszukommen. Und er hat es auch irgendwie geschafft. Jetzt sind seine Reifen natürlich um Welten besser. Und wir müssen uns mit diesen alten abgelutschten Reifen wieder abarbeiten. Wäre vielleicht die weißen auch eine Option gewesen? Rückblickend vermutlich ja. Aber dann wären wir beim ersten Stint nicht so weit nach vorne gekommen. Also, obwohl, ja, es hätte natürlich auch nichts geändert, wenn ich da auf weiß gegangen wäre. Außer, dass wir vermutlich direkt Probleme mit den Hinterleuten bekommen hätten. Also, gut, das wirkt doch ein bisschen so, als ob wir uns von Magnussen easy absetzen würden. Hier ist jetzt mal Guan Yu draußen, das ist natürlich schade. Es wirkt jetzt so, als ob wir uns von Magnussen absetzen können. Ich denke aber, dass wir zum Schluss hin, wir waren ja doch sehr früh mit den gelben Reifen drin. Und Magnussen hat doch eine ordentliche Pace, Bottas wird hier durchgereicht und da wird es auch wieder nichts werden mit den Punkten. Ist natürlich schade für ihn, ich hätte ihm da echt jetzt mal ein paar Punkte gegönnt. Jetzt müssen wir uns aber... So Leute, wir sind hier am letzten Drittel und jetzt wird es halt wirklich interessant, denn Magnussen wird jetzt vermutlich auch bald aufrollen. Ich bin echt begeistert von unserer Pace, ich meine, was soll ich sagen? Wir können hier tatsächlich vorne mit diesen Leuten, wir können den hinteren Leuten die Stirn bieten. Und ja, die Vorderen verlieren jetzt auch nicht allzu viel an Tempo. Es werden natürlich auch andere Strecken kommen, wo wieder ganz andere Gegebenheiten sein werden. Also das ist schon mal safe. Und hier haben wir dann Runde Nummer 2. Das Overtake gegen Oscar P. Ah, das ist Lance Stroll, sorry. Gegen Lance Stroll. Da gehen wir links vorbei. Das ist auch taktisch. Hatte 4 nebeneinander. Und da können wir reingehen in Turn Nummer 1. Und da lassen wir auch okay genug Platz, würde ich mal sagen. Alter, die KI fährt hier fast Track-Limits-Niveau. Das ist ein Wahnsinn, wie nah die da an die Mauer dran fahren. Und ja, das ist jetzt hier. Oh, bist du da? Da rutschen wir. Das ist echt eine gute... Ja, genau. Das war dieser Moment, wo ich dann den Ditcher mit der Mauer hatte. Das ist aber auch, muss ich sagen, ja, Glück im Unglück auf jeden Fall. Dann hier Bottas und Norris. Wollte ich schon mal die letzte Kurve ein bisschen gucken, was Bottas so macht. Ich finde die Fingerspitzen auch gut. Die sind nämlich, falls euch aufgefallen ist, diese neongrünen Elemente sind jetzt Teil des Teams. Also das finde ich auch sehr interessant, dass das nicht mehr so langweilig wirkt mit diesem Grau-Rot. Haben wir auch ein bisschen Neongrün dazugegeben. Und jetzt hier in Turn 1 können wir dann an Bottas vorbeigehen. Diesmal ein bisschen besser gemacht als gegen Guan Yu. Wir fahren alle so knapp neben die Mauer. Aber ich glaube auch, dass das, ja, das ist nur der Körper, der so breit ist. Und das war jetzt nicht irgendwie abkürzen. Also Runde Nummer 4 war das dann, 42%. Magnussen holt jetzt ordentlich auf. Und das ist immer so, die letzten 2, 3 Runden, wo unsere Reifen wirklich einbrechen.
Und das ist jetzt wieder dieser Punkt hier erreicht, 43%. Ich meine, wir sollten schon schaffen, vor Magnussen ins Ziel zu kommen. Trotzdem ist es halt echt bitter, wenn ein Albon mit den härteren Reifen dann doch 7 Sekunden wegziehen kann. Also da fehlt es wirklich noch einiges an Pace. Es sind trotzdem wichtige 2 Punkte, die wir hier heute wiederholen werden. Checo Perez gewinnt das Rennen, RennsiegerInnen, okay. Perez gewinnt, sehr strong von ihm, der macht da wirklich sein Ding diese Season. Und wir werden hier voraussichtlich, ja, 9. Platz, das ist toll, ich muss echt sagen. Albon hat auf zugelegt und ich freue mich, 9. Platz, wieder Punkte im 2. Rennen, besser geht's fast nicht. Also, ja, ich glaube, wenn wir Albon beim Anfang, bekommen hätten, wie er aus der Box gekommen ist, hätten wir das Ganze auch auf den 7., auf den 8. holen können. Gucken wir uns mal das Podium an. Beeindruckende Teamarbeit und eine erstaunliche Fahrerleistung haben hier beim großen Preis von Saudi-Arabien zum Sieg geführt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull ist der heutige Gewinner nach einer unglaublichen fahrerischen Leistung. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Da kippt er sein Champagner rein. Ja, es ist gut. Wir sind hier wieder mit Punkten unterwegs. Das war nicht der 19., das war nur der 17. Platz, wo wir gestartet sind. Dennoch wieder 10 Plätze gut gemacht und natürlich auch wieder 2 wertvolle Punkte mitgenommen. Das ist jetzt schon der 8. mit diesen 2 Punkten. Ist wirklich strong. Das gefällt mir sehr gut. Und weiter so, Leute. Das geht eigentlich kaum besser. Nigel leider noch punktelos. Auch wenn im Qualifying strong ist. Also wirklich, der hat uns jetzt schon zweimal, nein, das jetzt nicht, aber er hat uns jetzt schon letztes Rennen ausqualifiziert und der ist wirklich unfassbar strong im Qualifying. War mir auch irgendwie klar, dass wir das nicht schaffen können, also Sainz hier uns als Rivalen zu geben. Ich finde es einfach nur lächerlich. Die sehen ja, in welchen Umgebung wir auf dem Grid herumfahren und wo Sainz hier herumfährt und dass wir dann Carlos Sainz bekommen, finde ich dann doch sehr lächerlich. Es gibt 400.000, fast 407.000 hier drauf. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das kann nur, das kann fast nicht getoppt werden. 17 Millionen haben wir hier noch übrig. Wir werden aber auch nicht alles ausgeben. Wir wissen ja, wir müssen Vertragsverlängerung machen und. Also da ist nicht jetzt mit Geld herumprassen und so. Da will ich jetzt auch das Geld behalten. Oder mir ein bisschen ansparen. Immer wieder nur 1-2 Mal Upgrades machen pro Saisonhälfte. Und dann können wir das Ganze längerfristig auch behalten, das Geld. Am Ende der Season erwarte ich mir hoffentlich wieder eine gute, immer noch eine coole Statistik. Wir waren mal oben auf fast 30 Millionen, haben aber das Ganze ein bisschen gut ausgegeben. Und ja, das ist gut für unser Team. Wir haben eigentlich mit 0 angefangen. Also da finde ich das echt gut. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne einen Däumchen herumfreuen. Und schaut auch unbedingt gerne auf Social Media vorbei. Itz_Tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.